Die Welt verleitet einen zu vielem, aber nur die guten, sinnvollen Taten können einem wirklich etwas geben, und zwar nämlich, dass du in dieser vielfach schlechten Welt mit dir selber im Reinen sein kannst, und jede schlechte Tat, jede kleine und große Verfehlung nimmt dir etwas davon und macht dich abhängiger von irgendwelchen antidepressiven Bonbons und Lollis und Schnullern. Man verhalte sich im Leben einfach korrekt, dann kann man seine Ruhe haben bzw. seine Ruhe finden. Man braucht auch keinen Schnuller und nicht mal einen Gott, der einen höchstpersönlich tröstet. Ein guter Glaube reicht völlig aus und die Überzeugung, dass das Richtige gut ist und auch das Beste ist. Die Welt selber ist in vielen Punkten überhaupt ganz und gar nicht so gut. Böse Absichten werden diese Welt vielleicht immer prägen. Es läuft vieles völlig falsch, aber das Leben geht sowieso vorüber. Man tue einfach etwas Sinnvolles und möglichst nichts Falsches. Man braucht auch keine Antworten im Sinne von höheren Erkenntnissen. Auch das ist eitel und vermessen, dies unbedingt haben zu wollen. Gute, sinnvolle Taten machen alle weiteren Fragen überflüssig. Von Fragen geplagt wird eigentlich nur der, dem die gute, sinnvolle Tat nicht Antwort genug ist. Man sollte sich aber in Acht nehmen vor denen, die so tun, als ob sie in irgendeiner größeren Sache die Guten wären. Das ist meistens eine eigennützige Täuschung. Man schaue immer auf die tatsächlichen Folgen und den Nutzen dieser Taten und nicht nur auf das Gesagte. Denn das Gesagte ist oft nur die Ablenkung von den tatsächlichen Folgen. Wenn man blind begeistert ist von etwas oder von jemandem, dann ist man das nur wieder aus einer bewusst oder unbewusst empfundenen Mangelhaftigkeit heraus und weil man deshalb ein oder mehrere Idole sucht, denen man sich anhängen kann. Man sollte besser immer mit wenigstens einem Bein bei sich bleiben, selber denken und sich nicht einlullen lassen von großem Gerede. Und so kommt es, dass die Menschen ewig beherrscht werden von den Reichen und Mächtigen und in die Irre geführt werden von den Geltungssüchtigen. Und so kommt es, dass sich stets nur wenig verändert bzw. verbessert, weil all diese geltungssüchtigen Leute, die im Mittelpunkt stehen, gar keine besondere Weisheit haben, sondern eben nur einen sehr starken Drang in Bezug auf ihre ganz eigenen Interessen. Und die Geltungssüchtigen plustern sich auf und stellen sich auf Podeste, und von denen, die es selber nicht schaffen, sich selbst aufzuplustern und auf einen Podest zu stellen, werden sie bewundert. Und so haben sie immer ihre Anhängerscharen, die sie zumeist in die Irre führen oder ihnen einfach nur Zeit stehlen, weil sie gar keine besonderen Einsichten haben, sondern nur eben die Fähigkeit, interessant oder vorbildlich zu erscheinen. Und die Leute folgen wie im Rausch in die Irre oder spazieren einfach im Kreis, weil sie so natürlich auch keine besonderen Einsichten gewinnen können. Wer aber eine gute oder sinnvolle Tat vollbringt, hat schon die Welt geändert, und wer es mehrfach tut, hat mehrfach die Welt geändert, eben genau dort, wo man die Welt ändern kann, trotz der Einfalt und Naivität der Menschen. Und das kann man sich von Tag zu Monat zu Jahr von neuem ansehen, wie sich die Menschen im Kreis drehen, im Einzelnen aber auch Gutes und Sinnvolles tun, eben nach ihren eigenen Möglichkeiten. Wann hat denn das letzte Mal einer erfolgreich seine Leute aus der Sklaverei geführt? Ist das Moses gewesen im Alten Testament? Es ist in jedem Fall lange her. Und wann immer es zu einem großen Unheil kommt, kann man sich mal die Geschichte von Hiob vergegenwärtigen. Und dazu passt auch die Redewendung, ein Unheil kommt selten allein.
Und bis die Leute auch mal tiefere Einsichten gewinnen, wird noch viel Unheil überstanden werden müssen. Der Mensch neigt auch dazu, einen Gaul erst totreiten zu müssen, um zu merken, dass Umsatteln die bessere Idee gewesen wäre. Trotzdem kann man optimistisch bleiben, denn das bedeutet nur, dass die Dinge, bei denen man eigentlich sehr schnell sein müsste, wahrscheinlicher schiefgehen. Andere Dinge können später wahrscheinlich doch noch gelingen.